Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, wir haben diese merkwürdige Platte hier gefunden. Hiso Hiso, keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ich werde es ausprobieren. Spielstand wird gespeichert. Ja, der Kollaborationsinhalt haben wir ja bereits im letzten Part gelesen. Ich probiere es einmal aus. Was kann da schon großartig passieren? Noctis wacht in einer Welt auf, die nach und nach vom Nichts zerstört wird. Er wurde vom Weltenbaum zum Erlöser der Welt auserkoren und gerufen, um das Nichts zu stoppen. Oh-oh. Habe ich mich da eventuell auf etwas zu viel eingelassen? Das klingt jetzt gerade eher nach Endgame-Content. Aber sei es drum. Wenigstens einmal ausprobieren. Selbst wenn ich dann instant sterbe. Ah. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und da fällt mir vor allen Dingen ein. Oh, kommt jetzt was? Hallo? Ja doch, Ignis. Sei nicht so laut. Bin ja schon wach. Ein Glück. Ich dachte schon, du bist tot. Wer bist du? Ich bin Sarah. Und ich tu dir nichts, also beruhig dich. Oh, du bist verletzt? Ach, nur ein bisschen verknackst. Halt kurz still. Vielen Dank. Schon gut. Aber jetzt reden wir Klartext, verstanden? Also, wo bin ich hier? Hast du mich hierher verschleppt, oder was? Jetzt krieg dich mal ein. Das Gleiche könnte ich schließlich dich fragen. Ich habe keinen Schimmer, wer du bist. Oder wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Aber du scheinst mir genauso verwirrt wie ich. Wo sind Ignis und die anderen? Wieso kann ich mich an nichts erinnern? Rummotzen bringt uns jetzt auch nicht weiter. Also, ich suche auch meine Freunde. Darum arbeiten wir am besten zusammen. Na, ich weiß nicht so recht. Abgemacht. Dann sehen wir uns als erstes das da genauer an. Hey, ich habe noch nicht zugestimmt. Hast du einen besseren Vorschlag? Hier warten, bis dich irgendjemand retten kommt? Ja, schon gut. Arbeiten wir zusammen. Aber das Rumkommandieren kannst du dir sparen. Okay, tut mir leid. Bin's gewohnt, die Rolle der großen Schwester zu spielen. Weißt du? Ach so. Okay, das Mädchen und das Hey. Nichts. Momentchen, ich kann ich nicht ins Menü? Ist nicht wahr. Na super. Supertrank. Okay. Oh, meine ganzen Items sind tatsächlich sehr limitiert plötzlich. Ich habe nicht mehr so viel. Komm Na schon, supi. nicht da! Doch natürlich da. Also hier. Was auch immer. Momentchen mal. Ich habe auch ein bisschen mehr Leben als vorher. Kann das sein? Okay. Seltsam. So eine Art Wall? Ich fürchte, da kommen wir nicht durch. Ja. Und was machen wir jetzt? Was war das? Ich habe nichts gesehen. Da war was in den Büschen. Was soll da sein? Los, hier lang. Okay.
sehr interessant hier. Hiso, Hiso. Hiso, Hiso. Was? Was ist das? Es will uns was sagen. Seid gegrüßt bei uns, Hisuana. Wie? Hisuana? Heißt das, du verstehst es? Hiso, Hiso? Wie? Ja, das bin ich. Wow, du verstehst es echt. Hiso, Hiso. Es fragt, ob du Noctis bist. Woher kennt es meinen Namen? Hiso, Hiso. Hiso, Hiso. Auserwählt? Das Nichts? Diese Welt retten? Wie? Was sagt es? Hiso. Wir helfen euch. Wir? Womit helfen wir? Weiß nicht genau, aber diese Welt wird von irgendetwas bedroht und wir sollen sie davor retten. Und du willigst einfach ein? Sicher erklärt es uns gleich alles. Sag, kannst du uns mehr erzählen? Hiso. Hiso, Hiso? Was möchtet ihr wissen? Wer oder was seid ihr? Was war das mit auserwählt? Wo sind wir hier? Was ist das Nichts? Was meinst du damit, dass wir auserwählt wurden? Hiso, Hiso. Hiso. Okay, ich lese es doch vor. Doch wir sind machtlos gegen diese Bedrohung. All unsere Kräfte verwenden wir, um die Barriere aufrechtzuerhalten, die das Nichts im Innern dieser Ruinen gefangen hält. Doch das Nichts wird sich nicht für immer von dieser Barriere aufhalten lassen. Und so betreten wir... Was beteten wir? Wir flehten den Baum an, er möge uns Helden schicken, die Kräfte besitzen, uns vom Nichts zu erlösen. Und er erhörte unser Flehen und holte euch zu uns. Habt ihr sonst noch Fragen? Wer oder was seid ihr? Wer oder was seid ihr? Wo kommt ihr her? Was sind Hisuana genau? Hiso? Wie? Wie? Hiso, Hiso. Hisuana sind Hisuana. Hisuana sind Hisuana. Sagt das. Ah ja, tolle Antwort. Hiso, Hiso. Diese zutiefst philosophische Urfrage zeugt von deiner Intelligenz, werter Noctis. Es ist beeindruckt von deiner Intelligenz. Wieso, wieso? Habt ihr sonst noch Fragen? Ja, du kannst ruhig beeindruckt sein, aber beantworte mir meine Frage, Mensch. Wo sind wir hier? Also, sagst du uns, wo wir sind? Wieso, wieso? Wir sind auf einer unvollendeten Welt, die der große Weltenbaum geboren hat. Wir sind dem Ruf des Weltenbaums gefolgt und auf diese Welt gekommen, um ihm dabei zu helfen, sie zu vollenden. Doch als die Welt kurz davor stand, vollendet zu werden, da tauchte auf einmal das Nichts auf. Das alles verschlingende Nichts, das diese Welt, die wir erschaffen haben, zu zerstören droht. Habt ihr sonst noch Fragen? Was ist das Nichts? Eine Art Monster? Hiso. Wir wissen nichts Genaues über das Nichts. Haha. Ihr wisst es nicht? Hiso, Hiso. Wir wissen nur, dass es auf einmal auftauchte und begann, diese Welt zu zerstören. Hiso, Hiso. Niemand, der auszog, um das Nichts zu besiegen, kehrte je zurück. Hiso, Hiso. Darum wissen wir nicht, wie es aussieht oder was es ist. Das Nichts vernichtet also diese Welt? Hiso, Hiso. Wir wissen nur eine Sache ganz genau. Hiso, Hiso. Das Nichts wird auch diese Barriere irgendwann zerstören. Hiso. Wenn das geschieht, wird es uns mitsamt dieser Welt verschlingen. Keine Fragen mehr. Obwohl ich selbst kein Wort verstanden habe. Kein Problem, ich habe mir alles gemerkt. Hiso, Hiso. Gehen wir. Wohin willst du denn gehen? Hiso. Zu unserem Ältesten.
Hiso, Hiso. Er wird euch erklären, wie ihr das Nichts vernichten könnt. Was sagt es? Das Wesen will uns zu ihrem Ältesten bringen. Er sagt uns, wie wir das Nichts vernichten können. Bitte was? Das Nichts vernichten? Ohne mich. Hiso, Hiso. Bitte, Auserwählter, ohne eure Hilfe sind wir verloren. Hier bleiben bringt uns auch nicht weiter. Und um hier wieder wegzukommen, könnten wir selbst etwas Hilfe gebrauchen. Gehen wir zum Ältesten. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Ja, ja, von mir aus. Hiso, Hiso, Hiso. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Noctis. Hiso, Hiso. Folgt mir. Sarah nimmt mir das Wort aus dem Mund. Dem Hisuana folgen. Okay. War ja einfach. Hier also auch. Hiso, Hiso. Sicher fragt ihr euch, was das ist. Hiso, Hiso. Es ist ein Wall, der uns vor dem Nichts schützt. Dieser Wall hält also das Nichts davon ab, euch zu verletzen. Hiso. Ganz genau. Hiso, Hiso. Wir brauchen all unsere Kräfte, um das Böse hier einzuschließen. Es kostet euch eure ganzen Kräfte, es hier einzuschließen? Klingt schrecklich. Hiso, Hiso. Kommt hier entlang. Hiso, Hiso. Da lang. Wow. Wow. Habe ich mich erschreckt. Was war das? Hiso? Nanu? Hey! Hiso, Hiso. Unmöglich. Alles in Ordnung? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zerstören. Okay. Hey, alles klar? Hiso, Hiso. Das Portal. Das ist ja... Hey, schon mal gekämpft? Ja. Dann gib mir Deckung! Deckung? Hey, bist du verrückt? Du sollst nicht einfach losrennen! So, Moment, eine Schildschere. Schauen wir uns mal an, was ihre Schwächen sind. Ah, Speer. Und Eis. Du kämpfst hier nicht alleine. Verstanden? Wie? Hast du was gesagt? Ach, nichts. Vergiss es. Nein. Oh. Oh, wow, was war das denn? Hey, pass doch auf! Dann steh mir gefälligst nicht im Weg! Oh Mann, die Zusammenarbeit üben wir nochmal, ne? Bam! Nice! So, das wäre erledigt. Knappe Kiste. Anstrengend. Gerade nochmal gut gegangen. Bist du in Ordnung? Ja. Du wirkst unzufrieden. Was ist denn los? Nichts. Aber irgendwie sind wir nicht so ein gutes Team im Kampf. Dafür, dass wir zum ersten Mal zusammengekämpft haben, fand ich das gar nicht so übel. Ja, mag sein. Aber trotzdem... Komm raus! Die Luft ist rein, Kleines. Die Monster haben wir erledigt. Wie soll ich sagen? Vielen Dank. Wieso? Ihr beide seid wirklich stark. Ein Glück ist dir nichts passiert. Hiso, Hiso. Eigentlich wollte ich euch durch dieses Portal führen. Hiso, Hiso. Aber dann müssen wir einen Umweg machen, natürlich. Und? Das Portal ist kaputt, darum müssen wir einen Umweg machen. Mhm. Na gut. Ja dann, folgt mir. Wir sollen ihm folgen. Ja. Scheinbar mag er es nicht, wenn man ihm vorausläuft. Oh, ei. Ich weiß, du hast ganz kleine Beinchen, aber könntest du trotzdem einen Zahn zulegen?
Naja, egal. Oh, ich wollte gerade sagen, da habe ich die Gelegenheit, mir die Gegend anzugucken. Doch nicht, Cutscene. Hiso, Hiso. Ich öffne einen Durchgang. Es öffnet einen Durchgang. Gehen wir. Hiso, Hiso, Hiso. Okay. Hiso, Hiso. Wow. Das ist unser Zuhause. Oh, wow. Sieh nur. Lauter Hisuana. Yay. Jemand ist hier. Das muss der Prinz sein, den die Älteste gerufen hat. Ich habe noch nie einen Prinzen getroffen. Ich auch nicht. Ob er mit uns spielen will? Was denn jetzt? Wieso? Oh weh, der arme Noctis. Hey, runter von mir. Sieh an, du scheinst beliebt bei Kindern zu sein. So sieht also ein Prinz aus. Wie toll, ein Prinz. Ein echter Prinz, er sieht stark aus. Mann, ich verstehe kein einziges Wort von euch. Komm, Prinz, spiel mit uns. Willst du meine Puppenküche sehen, Prinz? Hast du denn... Was hast du denn da Tolles? Es funkelt so schön. Hey, halt! Das kitzelt! Ja. Hey! Hä? Wie? Das hab ich gesehen! Was ist jetzt los? Ihr Diebe! Halt! Hier geblieben! Was habt ihr ihm gestohlen? Gestohlen? Wie, mir? Ah! Mein Telefon ist weg! Oh, na super. Ich meine, du hast es hier wahrscheinlich eh nicht fangen. Schätze ich mal. Wow, jetzt spiele ich Sarah? Okay. Nett. Wie jetzt? Soll ich in ihrer Nähe jetzt X drücken oder nicht? Ja, jetzt. Ich hab doch X gedrückt, Mensch. Jetzt aber. Und lass mich raten, der hat das Telefon nicht. Ich bin unschuldig. Du scheinst das Gerät nicht zu haben. Das war ja sowas von klar. Wo ist der andere Quälgeist? Ach, drei soll ich insgesamt fangen. Ja, der hat einen Affenzahn. Hab dich. Komm schon. Du Schlingel, stehlen ist nicht okay. Tut mir leid. Entschuldige dich beim Prinzen. War da nicht noch eins? Hilfe! Wow. Gut reagiert, Noctis. Respekt. Aber what the fuck? Der Baumstamm ist einfach despawned. Bist du lebensmüde? Aber ich wollte einfach nur... Du wolltest das nur schnell alleine regeln, was? Dabei meintest du doch, wir sollen zusammenarbeiten. Renn gefälligst nicht davon. Tut mir leid. Denk dran. Du bist nicht alleine hier gestrandet. Du hast recht. Wir beide sind fürs Erste ein Team. Scheint so. Also dann sind wir uns da einig. Vielen Dank. Ach, komm, lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Wieso? Entschuldige, Noctis. Wieso? Tut uns leid. Wie? Ist das eine Entschuldigung? Ach was. Schon vergessen. Keine Sorge. Ist ja nichts passiert. Hiso, Hiso. Sagt Bescheid, wenn ihr weitergehen möchtet. Ja. Verstanden. Wir melden uns bei dir, wenn wir soweit sind. Vielleicht können die anderen Hisuana uns noch mehr Informationen geben. Wir sollten mit ihnen reden. Betonung auf wir.
Du bist ja die Einzige, die sie verstehen kann. Die beiden sind seltsam. Sie sind so groß und verstehen unsere Sprache nicht. Und auf ihren Bäuchen steht überhaupt nichts geschrieben. Ja. Aus ihrer Sicht sind wir die seltsamen Typen. Upsala. Das Nichts hat so viele unserer Freunde verschlungen. Die Barriere wird nicht ewig halten. Was sollen wir nur tun? Ich sammle mal hier alles auf, was aufsammelbar ist. Nicht einmal der Älteste kann den Feind besiegen. Upsala. Wie hat der Älteste die beiden denn hergeholt? Er hat den großen Weltenbaum gebeten. Oh, verstehe. Dann sind wir sicher bald gerettet. Na, ihr stellt euch das ja einfach vor. Supertrank. Waren das alle? Upsala. Okay. Das muss der Prinz sein, der mit den anderen drei in dunkler Kleidung auf Reisen ist und Gemüse hasst. Tö! Der weiß aber verdammt gut über mich Bescheid. Upsala. Niemand, der das Nichts gesehen hat, ist je lebend zurückgekehrt. Ganz ehrlich, hat der Kleine da hinten irgendwelche Insider-Informationen? Hat er das vom König? Hat der König diese spezifische Bitte an den Baum gerichtet? Bitte bring mir einen Prinzen, der von drei Gefährten begleitet wird und der Gemüse hasst. Es kann nur solch ein Prinz unser Retter sein. Ich öffne den Durchgang. Ja. Danke. Ich muss das Portal reparieren. Könnt ihr von hier an alleine weitergehen? Sagt, dass es das Portal reparieren muss und fragt, ob wir alleine weitergehen können. Na gut. Tut mir leid, dass ich euch nicht weiter begleiten kann. Einfach immer weiter geradeaus. Immer geradeaus. Verstanden. Alles klar. Machst du bitte auf? Weißt du, ich frage mich, warum wir hierher gerufen wurden. Keine Ahnung. Mist! Ernsthaft? Da kommt schon eine Cutscene? Alter. Ausgerechnet das Viech. Oh, aber ist es schon tot? Ja? Alles okay? Gut. Was sollte denn das? Wir gehen ein paar Schritte und der Dialog hört auf. Na toll. Danke. Ich hab zu danken. Das war knapp. Bist du auch nicht verletzt? Alles okay? Ja. Dank dir. Ach was. Schließlich hast du mich vorhin auch gerettet. Sind doch ein Team. Ja. Wir helfen einander. Ja. Gut. Gehen wir weiter. Okay. Könnt ihr das Gespräch von vorhin nochmal aufnehmen, bitte? Der Älteste wartet also am Ende dieser Höhle? Ja, bestimmt. Okay. Keine Ahnung, ob sie noch großartig viel gesagt hätten. Ab jetzt bleibe ich immer stehen, wenn sie einen Dialog anfangen. Weil wer rechnet schon mit so einem frühen Trigger, wenn gerade ein Gespräch läuft? So ein Licht. So ein Licht hat auch die Monster vorhin umgeben. Oh, verdammt. Das sieht gar nicht gut aus. Wir müssen uns einen Fluchtweg schaffen. Sieht ganz so aus. Na super. Die Wand zerstören. Okay. Noch eine? Danke. Oh, oh. Ach, ne. Sarah, helfen. Was ist denn jetzt passiert? Ja, kann mich das Spiel auch mal bitte lassen? Sarah! Okay. Los! Was soll der Mist? Da, sieh mal. Wie? Ein Riss? Beide zusammen? Ja. Los! Ich hab doch gedrückt. Wow. Wow, geil. Einfach, aber effektiv. Sarahs Kommando kann nun verwendet werden. Nice.
Ein Glück hat das geklappt. Ja. Puh. Sarah, gute Arbeit. Ebenso. So langsam spielen wir uns ein, oder? Ja, stimmt. Das wird noch. Es kann nicht mehr weit bis zum Ältesten sein. Beeilen wir uns. Okay. Oh, ob das da der Älteste ist? Gehen wir näher. Es kann nicht mehr weit sein. Er steht genau da. Er ist in Sichtreichweite. Es ist nicht mehr weit. Das klingt für mich nach, ach ja, ein, zwei Minuten brauchen wir vielleicht noch mindestens, wenn wir ganz schnell einen Weg entlang gehen. Stattdessen hockt er da einfach schon. Unglaublich. Hisa, Hisa. Ah, bitte tretet näher. Hisa, Hisa. Ihr seid Noctis und Sarah, nicht wahr? Ich habe euch erwartet. Ja, und du bist der Älteste? Hisa. Der Jüngste bin ich du jedenfalls nicht mehr. Du hast uns also in diese Welt gerufen. Hisa, Hisa. Ich hatte keine Wahl, wir brauchen eure Hilfe. Hisa. Bitte vergebt mir. Er sagt, wir mögen ihm vergeben. Ja, ja, schon gut. Also, erzähl uns von diesem Nichts. Das sollen wir vernichten, oder? Hisa, Hisa. Genau, unsere Barriere wird nicht mehr lange standhalten. Hisa, Hisa. Wir benötigen all unsere Kräfte, um es mit der Barriere gefangen zu halten. Hisa, Hisa. Und wenn ihr es nicht besiegen könnt, dann ist auch der Weg zurück in eure Heimatwelten für immer versiegelt. Es gibt also keinen anderen Ausweg. Wir müssen es besiegen. Hisa, Hisa. Was ist das? Na super. Oh nein, wie furchtbar. Wir übernehmen das. Zurück. Auf geht's. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Speer. Damit kann ich dienen. Selbst. Ich erledige das. Ich zähle auf dich. Keine Sorge. Autsch. Autsch. Okay. Gute Arbeit, Noctis. Gleichfalls. Danke. Jawoll! Nice! Oh! Ja! Parade! Bams! Oh, Moment. Alabasterhorn. Hat was für Schwächen? Ah, Schwert. Okay, benutze ich Schwert. Komm her! Okay, weißt du was? Erlösung! Nice! Bams! Na, das hat gesessen. Komm, noch einmal, weil es so schön war. So, das wäre geschafft. Das lief gut. Teamwork halt. Jo. Geschafft. Ja. Hisa. Eure Stärke übersteigt meine Vorstellungskraft. Hisa, Hisa. Jetzt weiß ich, dass ich die Richtigen gerufen habe. Hisa, Hisa. Ich bitte euch demütigst, rettet unsere Welt vor dem Nichts. Wir werden's versuchen. Schließlich wollen wir auch irgendwann wieder zurück nach Hause. Hisa. Vielen Dank. Dank uns lieber nicht zu früh. Sag, was genau müssen wir tun? Das Portal ist sicher schon repariert worden. Ihr müsst das Nichts besiegen, das hinter der Barriere lauert. Das Nichts lauert also hinter der Barriere. Verstanden. Okay, dann nichts wie los. Let's go. Hisa, Hisa, Hisa. Okay. Tun wir's. Bis jetzt ist das ja ein recht netter Trip gewesen. Ich bin gespannt auf den Bossgegner. Wir sind zurück am Anfang. Aber in der kurzen Zeit hat sich der Ort verändert. Ja, extremst. Hisa. Jetzt seht ihr es mit eigenen Augen. Hisa. Das Nichts wird stärker. Hisa. Es wird die ganze Welt verschlingen. Uns bleibt nicht mehr lange. Ja, die Zeit drängt. Ich wünschte, ich wäre stark genug, um meine Freunde zu schützen. Du möchtest diese Welt und deine Freunde beschützen. Das verstehe ich gut. Du musstest mit ansehen, wie etwas deine Heimat zerstört. Muss furchtbar sein. Vielen Dank für euer Mitgefühl. Ich kann die Barriere jederzeit für euch öffnen.
Sagt Bescheid, wenn ihr bereit für den Kampf seid. Ach, ziehen wir es durch. Wir möchten euch helfen, wo wir nur können. Viele von uns haben nützliche Dinge für euch zusammengesucht. Hoffentlich helfen sie euch im Kampf. Vielen Dank. Einige der Hisuana haben wohl etwas für uns. Ach so, das ist nett. Jo. Fragen. Oh, Entschuldigung, Noctis, ich dachte, du wärst fertig. Entschuldigung, ich wollte das nicht skippen. Mit den Hisuanern reden. Wow, jetzt glitscht das hier aber ziemlich rum. Ich dachte schon, das wäre ein Spielfehler. Nö, das ist das nichts. Moment, ach, mit den Hisuanern reden. Ach so, ich dachte, ich habe jetzt automatisch alles bekommen, was sie mir geben wollen. Hallo, hast du einen Megatrank übrig? Okay. Ja, aber... Nee, ich habe tatsächlich gar keinen. Ha! Ich bin auf der Suche nach einem Super-Regenerator. Hast du einen? Zauber WX. Hast du zufällig etwas Zauber WX bei dir? Ja! Toll, du bist wirklich nett. Super-Regenerator. Ah ja, ich muss einfach ein bisschen Lieferant spielen. Nein, das war der falsche. Der hier. Upsala. Ja, ich habe ich. Wow, du hast tolle Sachen. Super Elixier. Final Elixier darf ich haben? Upsala. Du, hast du ein Super Elixier für mich? Hurra, danke. Megatrank, okay. Das war er hier. Oder? Ja. Nimm das im Tausch, Final-Elixier. Und das wollte er hier, ne? Darf ich haben? Hier, danke, nimm das im Tausch. Und was? Mega-Phönix, Okay. Vielen Dank, das ist genug. Sind hier noch irgendwo welche? Soll ich Mega-Phönix jetzt auch noch mit irgendeinem tauschen? Hast du einen Mega-Phönix zum Tauschen? Ja. Abgemacht. Dafür gebe ich dir das hier. Die Macht des Schwerts des Mystikers wurde freigesetzt. Nice. Okay, sehr gut. Dann haben wir eine Königswaffe. Immerhin. Ich würde sagen, das ist das Beste, was man kriegen kann hier. Man kann sich scheinbar entscheiden, welches Item man behalten möchte. Ich würde sagen, eine weitere Waffe ist an dieser Stelle definitiv nicht verkehrt. Ich kann die Barriere öffnen. Einmal geöffnet, kann ich sie jedoch nicht mehr schließen. Seid ihr euch sicher? Ja. Bitte öffne die Barriere. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Viel Glück. Bis bald. Da bin ich jetzt gespannt. Dieses Terra Wars ist, glaube ich, sogar ein eigenständiges Spiel, oder? Mit dem ältesten Reden ins Innere begeben. Übrigens, ist es wahr, dass du ein Prinz bist? Wie? Woher weißt du das? Die Kinder haben das ganz aufgeregt gerufen. Sicher haben sie viel über uns in Erfahrung gebracht, um uns hierher zu holen. Okay. Interessant. Oder der Weltenbaum hat einfach für sie ausgesucht. Der hat gesagt, ich schicke euch einen Prinzen, ihr wisst Bescheid. Noctis heißt er. Und sie hier, Sarah, scheint aus diesem Terra Wars Spiel zu stammen, oder? Weil ja von einer Kollaboration die Rede gewesen ist. Was ist Terra Wars für ein Spiel? Ich kenn's ehrlich gesagt nicht. Ich hab's nie gespielt. Ja. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ein Glück bist du auch hier. Gemeinsam schaffen wir das. Ja, und du bist auch recht brauchbar im Kampf. Wird schon. Recht brauchbar? Vielen Dank auch. Wow. Gern geschehen. Los, bringen wir das hinter uns. Damit wir zurück können. In unsere Welt. Ja. Okay. Okay. Nanu? Was ist denn mit ihm los? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Hey du, alles okay?
Vorsicht! Noctis, lauf weg! Wie? Hey! Oh! Endlich mein! Wie? Diese Gestalt sieht genauso aus wie ich! Die Kraft ist jetzt mein! Was hat das zu bedeuten? Wer ist dieses Wesen? Das weiß ich nicht. Was ist nur passiert? Ausgezeichnet. Anders als zuvor. Hey, anders als wer bist zuvor. Du? Ich bin der Gott dieser Welt. Ich verschlinge diese Welt. Sie wird ein Teil von mir sein. Doch um meine Schöpfung zu vollenden, brauchte ich diese Kräfte. Was? Der Gott? Das ergibt doch keinen Sinn. Die Kräfte, die du mir darbrachtest, sie sind wunderbar. Wie? Hast du mir etwa meine Kräfte gestohlen? Gestohlen, geliehen, dargebracht. Bedeutungen, Worte. Also wurden dir deine Kräfte gestohlen? Nein, ich fühle mich absolut unverändert. Ich vermute, das ist nur eine Kopie von mir. Jawohl, Kopie. Doch ich bin verändert. Ich danke dir. Ich bin stärker geworden. Du hast mich stärker gemacht. Eindringling, kein Nutzen in meiner Welt für euch. Ich werde euch vernichten. Du bist der Eindringling hier. Gib diese Welt wieder zurück. Nein, sie ist mein. Diese Welt gehört mir. Ich bin ihr Gott. Mir reicht's mit diesem ganzen Gerede von Gott und der Welt. Machen wir es platt. Ja. Auf in den Kampf, Noctis. Wow. Ganz ehrlich, bin ich Sarah? Weil ich habe jetzt schon oft genug zeitgleich mit ihr das Gleiche gesagt. Das nichts. Analysieren wir es mal. Es hat bestimmt gar keine Schwächen. Doch, es hat eine Dolchschwäche, okay, und eine Königswaffenschwäche. Na dann. Unendliche Kraft. Erlösung. Bam! Wow! Ich sehe nur krasse Effekte auf dem Bildschirm. Wow, warum höre ich sie aus mehreren Richtungen? Gruselig? Nice! Das hat gesessen. Übernimm du! Ha! Nimm das! Ich erschaffe mehr! Unendliche Schatten! Übernimm du! Aus den Schatten! Nicht schon wieder! Übernimm du! Nimm das! Oh. Okay. Es gibt keinen Kopf. Wow, yes! Kombo-Angriff, komm! Nice! Sehr gut! Oh ja! Voll gut, ihr beiden! Wir haben sie gleich. Yes! Geil! Oh, das war super. War's das?
Was? Ihr Ketzer! Ich werde euch zerfetzen! Diese Welt gehört mir! Wird es aus denen zusammengesetzt? Neue Kraft durchströmt mich! Ich habe noch mehr Reserven! Noch viel mehr! Viel mehr! Ich glaube, das ist kein gewöhnliches Monster. Eher ein Rachegeist. Na dann, treiben wir ihn aus. Ah, Macht erfüllt. Jetzt werde ich euch Störenfriede beseitigen. Und dann werde ich die Schöpfung meiner Welt zu Ende bringen. Das kannst du vergessen. Wir werden dich vernichten und dann in unsere Welten zurückkehren. Ganz genau. Du hast schon zu viel Leid verbreitet. Los geht's. Sarah! Ja! Go! Okay. Das wird nicht. Wow, wow, wow. Au! Ich möchte Wartemodus. Okay, danke. Was? Ich kann ihn nicht analysieren? Ach so, nee, hab ich schon. Die Schwächen bleiben bestehen, alles klar. Ich dachte, ich müsste das jetzt noch einmal analysieren, das nichts. Von wegen. Okay, ich nutze die Gelegenheit, um ganz kurz zu sagen, erstens, die Musik hier ist mega episch. Zweitens, dieser Sprite, der bei dem Limit-Angriff oder dem Kommando-Angriff von Sarah kommt, ist der aus diesem Terror Wars? Ist der direkt aus dem Spiel raus oder wurde er noch einmal aufgehübscht für Final Fantasy 15? Sei es wie es sei, ich finde das jetzt gerade mega episch, obwohl das jetzt nur eine einzige kleine Mission zu sein scheint. Aber ist eine nice Sache. Ich will auf keinen Fall aufgeben. Übernimm du. Ha! Nimm das. Bis jetzt genieße ich es sehr. Hoho, das hat gesessen. Das hat richtig ich gesessen. Ups. Übernimm du! Ha! Nimm das! Mist! Na toll. Aber wenigstens der Angriff von Noctis trifft. Nimm das! Die vollendete Kraft! Eine vollendete Yes! Welt. Bam! Oh, ich liebe diese Combo von den beiden. Herrlich. Yes! War's das? Ah, oh, nein. Niemand braucht eine unvollendete Welt wie diese. Halt die Backen. Rachegeist ausgetrieben. Für Freunde Noct. Wie? Ach so. Na gut, Noct. Dank deiner Hilfe kann ich meine Reise fortsetzen. Hab vielen Dank. Was passiert mit dir? Das gleiche wie mit dir. Zeit zum Abschied. Ach, ja, klar. Abschied. Was? Wieso lachst du? Einfach nur, weil du echt eine Nummer für dich bist. Und das von einem seltsamen Mädchen wie dir. Ich wusste schon, dass du selbst beim Abschied keine Gefühle zeigen würdest. Naja, ich gebe zu, wir waren kein schlechtes Team. Das klingt schon besser als das genervte Gemoser, das ich mir anfangs anhören musste. Du hast es mir aber auch nicht leicht gemacht. Tut mir leid. Ach, und lass deine Freunde nicht so lange warten, nur weil du angeln willst. Wie? Aber woher weißt du denn? Hisuhana haben's mir verraten. Sie besitzen ziemlich beeindruckende Fähigkeiten. Fast schon magisch. Oh, was du nicht sagst. Noct, du solltest aufhören, deine Gefühle zu verbergen. Man weiß schließlich nie, wie lange man noch zusammen hat.
Ich weiß. Ich arbeite dran. Leb wohl, Noct. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja. Mach's gut. Nett von dem Teleport, dass er sich noch so lange Zeit gelassen hat, dass die beiden sich verabschieden konnten. Davon abgesehen, bin ich der Einzige, der die beiden gerade so ein bisschen süß zusammenfand? Ich weiß, der Noctis ist ja gerade mit Luna Freya verlobt, aber ich habe die beiden in der Gegenwart einfach noch nicht zusammen gesehen. Nur in der Vergangenheit, dementsprechend Credits? Okay. Die Credits von dieser einen Mission jetzt? Okay. Aber Respekt! Das war eine schöne kleine Mission, die ich sehr genossen habe. War zugegebenermaßen auch ziemlich einfach und schnell vorbei. Also so viele Heil-Items, wie ich bekommen habe, habe ich gar nicht gebraucht. Aber trotzdem, es war sehr unterhaltsam. Respekt! Meinetwegen hätte diese Mission sogar noch länger gehen können, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hätte sehr gerne mehr davon gesehen, aber es ist schön, so wie es ist. Das passt schon. Auf jeden Fall war das eine schöne kleine Nebenreise. Habe ich nicht erwartet und ich wurde positiv überrascht. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht diejenigen, die Terror Wars gespielt haben und Final Fantasy, vielleicht war es für die ein bisschen zu wenig. Ich weiß es nicht. Aber für das, was es war, war es schon ganz nett. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen. Solange es ging. Okay, Leute, oh, ich dachte, jetzt sind die Credits vorbei. Doch noch nicht ganz. Ich würde sagen, ich lasse den Rest der Musik mal ausspielen. Bis gleich. Aufgabe abgeschlossen, das Mädchen und das Nichts. Yay! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Terror Wars Kollaborationsinhalts. Sarahs Kurzschwert für die Nutzung im Hauptspiel freigeschaltet. Hey, nicht schlecht. Wir haben dadurch sogar eine neue Waffe gekriegt. Nicht übel. Ich habe mal in der Zwischenzeit die Zeit genutzt, um herauszufinden, was Terror Wars ist. Eigentlich hieß es Terra Battle, so wie es aussieht. Also so zumindest, wenn ich bei Google Terra Wars eingebe, kommt Terra Battle heraus.
In der Zwischenzeit kann ich dann ja das Spiel nochmal laden. Okay, zu Terra Battle kann ich hier Folgendes lesen. Terra Battle war ein von Mistwalker entwickeltes Rollenspiel. Es wurde am 9. Oktober 2014 für iOS und Android-Geräte veröffentlicht. Es wurde von Hironobu Sakaguchi, dem Schöpfer der Final Fantasy Serie, mit Musik von Nobuo Uematsu, derselben Serie, produziert. Der Dienst für das Spiel wurde im Juni 2020 eingestellt. Ah, sehr schade, da bin ich wohl viel zu spät, um das Spiel noch einmal auszuprobieren. Das ist wohl nicht mehr möglich. Aber interessant, dass es, dass eben der Schöpfer der Final Fantasy Serie damit beteiligt dran war. Der Hironobu Sakaguchi. Interessant. Dadurch erklärt sich auch, wodurch die Kollaboration zustande kam. Wenn auch nur durch eine Quest, die sehr schnell vorbeiging, aber sehr viel Spaß gemacht hat. Wie gesagt, meinetwegen hätten die auch eine zweite Quest oder die Quest länger machen können, was weiß ich. Aber für das, was es ist, war es echt schön. Ich hab's genossen. So, jetzt gucke ich mir natürlich auch die Waffe an, die ich dadurch gekriegt habe. Ups. Wo? Ah, da, Sarahs Kurzschwert. 179, Alter. Das ist ja durchaus nicht schlecht, oder? Die Waffe einer Heldin, die für die Rettung einer Welt alles tun würde. Sie ist von heiliger Kraft erfüllt. Bei maximalen LP ist die Angriffskraft erhöht. Oh. Die hat auch deutlich bessere Werte als dieser Lufthandsäbel. Der einzige Nachteil, meine MP sinken um 7. Aber ich würde sagen, wenn man sieht, wie sich die anderen Werte erhöhen, ist das verkraftbar. Das ist ja super. Her damit. Nice. Das hat uns ja richtig was gebracht. Das freut mich. Sehr schön. Alles klar, das hat sich doch gelohnt. Super, Leute. Allerdings ist an dieser Stelle bereits die Zeit für diesen Part vorbei. Deswegen werden wir, den weiteren Spielverlauf... Ich dachte jetzt schon... Oh, ich dachte jetzt ganz ehrlich, dass Iris ganz rechts ihre eigene EP-Leiste hätte und ihr eigenes Level. Das hat jetzt für kurze Zeit so ausgesehen. Aber nein, Prompto steht einfach nur ein bisschen zu weit links, sodass ich das verwechselt habe. Aber sei es drum. Für heute ist dann erstmal Schluss. Dann machen wir diese kleine Nebenmission und die Eskorte von Iris erst im nächsten Part weiter. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.